Hört ihr mich? Das ist das zweite Mal heute. Ich war am Samstag in Trier, aber das nur vorweg. Also das kann man immer noch zählen lassen, das erste Mal. Ja, ich bin der Niklas. Mich kennen nur die Leute hier, die ich gezwungen habe zu kommen. Und ansonsten, ich mache das eigentlich, weil ich gerne berühmt werden möchte. Weil ich habe jetzt neulich gehört, Leute, die berühmt sind, dürfen Frauen in den Schritt fassen. an dieser Stelle, make America great again. Ja, ich zähle das immer noch als erstes Mal. Und das mache ich eigentlich auch, weil mein Text sich ein bisschen damit beschäftigt, eben mit dem ersten Mal. Und da kann ja jeder so ein bisschen seine eigenen Gedanken zu haben. Und ich habe dazu so meine und meine Erinnerungen. Und die möchte ich gerne mit euch teilen. Das erste Mal ist komisch. Wir können es uns vorstellen, wie es aussieht, wie es sich anfühlt, wie es riecht, wie der heiße Schweiß des anderen auf unseren tropft. Und dann ist es doch so anders, viel enger, viel unbeholfener, viel schmutziger, als Film und Fernsehen uns das jemals glauben ließen. Und dann ist es auch schon wieder vorbei, denn es geht ganz schnell und doch bleibt es für immer. Es stimmt, was Sie sagen. Das erste Mal vergisst man nicht. Soll ich euch von meinem erzählen? Ich war 16, ist das jung? Sie war 42. Ist das alt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass sie empört waren, als sie davon erfuhren. Meine Eltern, meine Freunde, Lehrer und Schüler. Vermutlich hatten sie gar nicht mal Unrecht. Eine Mutter von zwei Kindern. Wer macht sowas? Aber ich schweife ab. Ich wollte schon gehen, als die Klingel durch die Lautsprecher des Schulgebäudes surrte. Niklas, bleibst du noch bitte? Also blieb ich so lange, bis auch der letzte Ranzen und die letzte Jacke an mir vorbeistreifte. Machst du bitte die Tür zu? Sie saß nur da, den Blick auf ihre Unterlagen geheftet, und eine Strähne fiel wie schwarze Luftschlangen in ihr Gesicht. Unter dem Tisch hatte sie ihre Schuhe abgestreift und rieb ihre mit Druckstellen besetzten Füße aneinander. Ich atmete schwer, doch leise genug, um das Geräusch von Haut auf Haut zu hören. Du kannst schon mal die Tafel wischen, hatte sie gesagt, ohne ihre Augen dem meinigen zu widmen. Ich drehte den Hahn auf und das Wasser quoll in unregelmäßigen Schüben auf Schwamm und Hand gleichermaßen. Ein festes Drücken und die Kreide wich als trübes Rinnsal aus den Poren und bahnte sich ihren Weg entlang der noch zarten Härchen meines Unterarms. Begleitet von einem kühlen Kitzeln verwischte meine Hand die Spuren eines Schultags und hinterließ ein nasses Schwarz, das irgendwie schön war. Schön war auch sie. Hättet ihr mich das vorher gefragt, wie das geht? Das erste Mal, ich hätte nur mit den Schultern zucken oder lügen können. Aber da ist etwas, das übernimmt, fast wie ein Autopilot. Das war nicht ich, der da plötzlich hinter ihr stand. Das orangene Kabel des Overhead-Projektors um die Hände gewickelt, wie die Bandagen eines Boxers. Das war nicht ich, der das freie Stück zwischen meinen Händen um ihren Hals führte. Als sie verstand, war es schon zu spät. Ich ging mit ihr zu Boden und dort lagen wir für den Wimpernschlag einer Ewigkeit. Kratzend, strampelnd, sterbend. Ein letztes Heben, wie zum Trotz, dann sank sie schwer in meinen Schoß. Zwei Hände, etwas Kabel und die Welt war ein Herzschlag ärmer. Doch in meiner Brust schlug es für zwei. So verharrten wir, bis sie uns fanden. Dort, wo ich ihr den Atem verwehrt hatte, kreuzten feurige Strieben ihren Hals. Ihre Beine waren ganz verdreht und in ihrer Verzweiflung hatte sie sich auf die Lippe gebissen. Moment. Dicke Tropfen zierten ihre Bluse und das Rot um ihren Mund sah aus wie verschmierter Lippenstift. Erst jetzt merkte ich, wie gut sie roch, vergrub mein Gesicht in ihren Haaren, weinte. 42 Jahre, einfach so weggewischt. Was blieb, war ein nasses Schwarz. Irgendwie schön. Danke. Ganz kurz, die geschilderten Ereignisse sind nicht autobiografischer Natur, das möchte ich nur anmerken.